Ja, hallo und herzlich willkommen zum Tutorial der Schulcloud. Heute möchte ich euch einmal die Schulcloud zeigen und das, was für euch wichtig ist. Ich habe hier einen Testschüler angelegt. Dieser ist auch an der Sekundarschule in Kreuzau, damit wir euch das einmal vernünftig zeigen können. Heute werde ich euch die drei Dinge zeigen, die wichtig sind. Das ist einmal die Übersicht, auf der wir gerade sind, dann die Kurse, dann die Aufgaben und dann noch so ein paar Kleinigkeiten, die links noch an der Seite stehen, die aber erstmal relativ uninteressant für euch sind. Kurse und Aufgaben sind vor allen Dingen wichtig. Ja, gehen wir mal rein in die Übersicht. Hier sieht man einmal den Stundenplan. Da ist jetzt noch nichts eingetragen, da ich noch keine richtigen Zeiten hier drin habe, aber der Stundenplan wird sich bei euch relativ schnell dann füllen. Hier unten seht ihr schon die gestellten Aufgaben, einmal des 9er Mathematik-Grundkurses, Aufgaben in der Corona-Zeit oder auch hier zum Kreisumfang. Und wenn wir jetzt weiter runter scrollen, sehen wir hier auch nochmal für Kunst 9b, Fluchtpunktperspektive und möglicherweise unten noch ein paar Neuigkeiten. Nein, Neuigkeiten haben wir nicht. Das heißt also, diese Aufgaben sind noch zu bearbeiten. Hier steht auch immer ein Abgabedatum. Falls das eingegeben wurde, darauf natürlich achten, ne? Weil ihr habt manchmal dann so Fristen. Gut, gehen wir in die Kurse. Was haben wir denn so für Kurse? Der Testschüler hat ja einmal den Kunstkurs 9b und einmal 9er Mathematik-Grundkurs. Hier stehen auch schon ein paar Zeiten dran. Ihr habt hier also eure Kurse, die direkt angezeigt werden, in denen ihr seid. Ihr könnt euch nicht selber in die Kurse einladen, sondern die Lehrerinnen und Lehrer werden euch zu den Kursen einladen und dann seht ihr die sofort da vorne. Gut, gehen wir mal auf den 9er Mathematik-Grundkurs. Hier haben wir oben die Aufteilung der Themen. Ein Thema ist jetzt hier drin, das ist der Kreis. Dann Aufgaben, die dazu gestellt worden sind, möglicherweise Tools, die ihr benutzen könnt, wie GeoGebra und auch Gruppen, wenn man mal eine Gruppenarbeit machen muss. Ich empfehle immer direkt bei dem Thema erstmal drauf zu gehen, das, was ihr bearbeiten sollt. Und das ist jetzt in dem Fall Kreis. Hier habt ihr die Möglichkeit, einmal die gestellten Aufgaben euch anzugucken und eure eigenen Abgaben. Bei den Aufgaben habt ihr die Möglichkeit, alle Aufgaben einmal als Überblick anzuschauen. Vor 15 Tagen wurde schon das zu den Aufgaben der Corona-Zeit reingestellt. Das ist ja das, was auf der Homepage auch ist. Als Beispiel für dieses Video haben wir hier die Berechnung des Kreisumfangs. Da gehen wir mal auf die Aufgabe. Bei der Aufgabe haben wir jetzt hier Details, wo die Beschreibung drin steht. Zum Beispiel hier, ne, Aufgabenstellung A, öffne die Bilddatei. Die seht ihr hier unten. Es gibt immer Dateien meistens, die dazugeladen werden oder auch nicht, also je nachdem, was da drauf ist, jetzt in dem Fall eine Bilddatei. Bei B berechnet den Kreisumfang, also die Aufgabe, die zu diesem Bild passt, beziehungsweise es ergibt sich wahrscheinlich. Wir klicken einfach mal drauf auf das Bild und es öffnet sich ein Bild. Ah, da sehen wir schon, na, hat was mit einem Kreis zu tun und hier sieht man schon, der Durchmesser ist gegeben, 86 cm. Dann gehen wir in die Aufgabe rein. Und wollen die bearbeiten. Entweder ihr macht das handschriftlich zu Hause oder ihr macht das direkt bei der Abgabe. Denn hier auf der Abgabe, wie man oben sieht, kann man einmal ein Bild hochladen oder eine Datei oder irgendwas, was ihr bearbeitet habt. Oder ihr habt hier unten ein Textfeld. Das ist zum Beispiel auch in Deutsch sehr hilfreich, wenn man jetzt eine Inhaltsangabe oder sowas schreiben soll. Dann kann man hier direkt was reinschreiben. Hallo, ich bin Herr Reil zum Beispiel. Ja. So, und das könnte man dann abgeben. Jetzt in dem Fall für die Aufgabe natürlich relativ schlecht. Da sollten wir den Umfang des Kreises berechnen. Also fangen wir an mit gegeben ist, wir hatten d gleich 86 cm und gesucht war u, das wissen wir nicht. Dann machen wir Formel. Das ist U ist gleich Pi mal D und so weiter. Und dann rechnen wir weiter. Wenn wir das abschicken, dann haben wir es abgegeben und dann erhaltet ihr unter Kommentare und Bewertung eure Bewertung zu eurer Abgabe, wenn ihr es abgegeben habt. Ihr könnt natürlich auch das handschriftlich machen.
Gerade wenn ihr mit eurem Handy das Ganze öffnet, wenn ihr mit eurem Handy die Schulcloud öffnet, dann könnt ihr handschriftlich die Aufgabe bearbeiten, dann ein Foto mit eurem Handy machen und diese Bilddatei dann auf die Schulcloud hochladen, in diesem Bereich. Dann, nächster Punkt, den wir uns anschauen, ist diesen Bereich Aufgaben. Denn hier, also einmal kann man auf die Aufgaben über die Kurse zugreifen und auch über den Reiter Aufgaben. Denn hier haben wir alle Aufgaben von allen Kursen nochmal zusammen. Also Mathematik, die beiden Aufgaben und die Kunstaufgabe. Denn da seht ihr dann nochmal, was ihr bereits noch bearbeiten müsst oder was ihr hier in dem Bereich schon zu 50% bearbeitet habt. Hier seht ihr dann auch eure gestellten Aufgaben nochmal, die mit da vorne, dann Entwürfe und das, was ihr bereits bearbeitet habt. Diese Dinge sind am wichtigsten. Die Kurse und die Aufgaben, die ihr zu bearbeiten habt und in den Aufgaben die Abgaben. Jetzt kommen wir noch zu zwei, drei Punkten, die nebensächlich noch sind, aber die irgendwann relevant werden könnten. Das ist zum Beispiel der Punkt Meine Dateien, denn hier könnt ihr einmal nochmal sehen, welche Dateien habt ihr hochgeladen. Und ihr könnt die auch mit anderen teilen. Wenn ihr hier Dateien hochladet, gilt natürlich, es dürfen nur Schuldateien sein und die schulrelevant sind. Wenn ihr auf Neuigkeiten geht, seht ihr aktuelle Informationen. In dem Fall ist es gerade nichts, aber wenn eure Klassenlehrerin oder euer Klassenlehrer hier eine Info für euch hat, dann kann man das in Neuigkeiten ganz gut reinstellen. Und als letzten Punkt haben wir hier noch Termine. Bei den Terminen sieht man schon, das ist der Stundenplan. Und dann sieht man Mittwoch, das wäre heute gewesen, um 7:45 bis 8:30 Uhr wäre ein Mathekurs gewesen, nämlich das die Aufgaben, die ihr dort hättet bearbeiten können. Zum Beispiel. Können auch andere Termine sein, AGs oder sonstiges, aber das seht ihr alles auf dieser Seite. Gut, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial helfen. Ansonsten stehe ich immer bereit als Ansprechpartner der Schule und ja, wir sehen uns. Bis dahin, tschüss!